Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Dragoon für die PS1. Im letzten Part haben wir hier in Lohan das Heldenturnier abgeschlossen und wollen uns jetzt auf den Weg zurück nach Bael begeben. Und was haben wir denn hier? Du bist ein Ritter aus Bessel. Was ist geschehen? Sir Levitz, ich freue mich. Wenigstens werde ich nicht vergebens sterben. Was ist hier los? Was ist hier nur los? Sandoras haben uns mit einem Angriff überrascht. Sein Hoyt Albert ist in Gefangenschaft. Was? Der König Helena. König Albert, ich komme. Beruhige dich, Levitz. Reiß dich zusammen. Lass mich gehen. Ich muss gehen. König Albert. Au. Tut mir leid. Aber das musste sein. Ja, das musste sein. Das stimmt wohl. Ich bin König Albert. Du Idiot! Wenn Ritter die Selbstbeherrschung verlieren, wie sollen sie dann ihren Herren schützen? Nur du kannst König Albert jetzt retten. Hä? Als du schliefst, habe ich mal die allgemeine Lage erforscht. Bael ist belagert. Ich glaube also nicht, dass die restlichen Ritter etwas tun können. Was ist mit König Albert? Er hat sich selbst als Gefangener angeboten, sodass die Leute in Bessel gerettet werden können. Nur weil ich einen Drachen besiegt habe. Warum ist alles so durcheinander? Die Sache duldet keinen Aufschub. Wir haben keine Wahl. Wir müssen nach Helena vordringen. Holen wir den König zurück. Wir haben doch Zeit. Wenn du gehen willst, dann entscheide dich schnell. Ja, das stimmt. Wir sind immer noch hier. Wie ist es mit dir, Meister Haschel? Ich bin schon so weit gegangen. Ich kann auch noch weitergehen. Was ist mit deiner Tochter? Macht euch keine Sorgen um mich. Ich suche bereits seit 20 Jahren nach ihr. Wenn ich ein wenig mit euch komme, wird das auch nichts mehr ausmachen. Meister Haschel, ich kann dir gar nicht genug danken. Mach dir darüber keine Sorgen. Aber könntest du mich vielleicht nur Haschel nennen? Ich fühle mich komisch, wenn du Meister Haschel sagst. Das gilt auch für dich, Shanna. Okay, Haschel. Es ist wirklich nett, von einem jungen Mädchen mit dem Vornamen angeredet zu werden. Ja, ja. Gut, wenn alle fertig sind, lasst uns nach Helena gehen. Auf geht's! Ich muss noch viele Dinge erledigen. Ja, das muss ich. Bestimmt. Hm? Okay, also auf nach Helena. Vorher gehen wir mal noch mal kurz in den Laden und gucken, ob wir also in den Waffenshop, nicht in den Itemshop hier. Ups. So, dann schaue ich nämlich mal, ob ich da noch irgendwas Neues jetzt bekommen kann. Mal gucken. So. Ja. So. Zeig doch mal her, was du so im Angebot hast, hä? Denn Haschel ist ja jetzt noch mit dabei. Nee.
Tatsächlich bringt das gar nichts. Aber hier, Shanna kriegt mal ein Cape. So, den Legendenhelm kann ich mir immer noch nicht leisten, logischerweise. Ist ein bisschen teuer. Nee. Okay. Aber, ich meine, zumindest haben wir für Shanna noch ein bisschen Verteidigung mit dazu bekommen. Das ist ja auch was Schönes. Gerade mal bei Haschel gucken, was der für ein Level hat. Ersetzen. Haschel Level 13. Wow. Okay. Der wird erstmal nicht eingesetzt. Der ist jetzt schon ein bisschen überlevelt. Also levelmäßig höher als der Rest der Truppe, sagen wir es so. Ob das jetzt überlevelt ist oder nicht, das weiß ich gerade nicht. Werden wir noch sehen. So, auf jeden Fall hier einmal durch. Okay. Und hier gehen wir jetzt den Südweg. Denn darüber kommen wir direkt nach Helena. Und, ja, warum nicht, ne? Ach, die kleinen Schnüffel wieder. So, Shanna. Dann zeig mal gegen die Pestratten, was du so kannst. Ja. Ja. Yes. Das. Stimmt, ich habe ja noch das Ding hier ausgerüstet. 36 Punkte ist... Es ist okay. Es geht besser. Ach, ja. Stimmt, das war ja der neue Zusatz. Den hatte ich ja beim letzten Mal... Also, in der vorletzten Folge... noch mit dazu geholt. Oder mit eingeschaltet. Stimmt ja. Da war ja was. So, Zusatz, hier, mach mal weiter den Flammensturm, der bringt mehr SP, der bringt weitaus mehr SP. Holy shit. Okay, und auf geht's in das Helena-Gefängnis. Da waren wir ja schon mal. Und jetzt wollen wir das hier mal richtig fertig bringen. So. Kann ja nicht angehen hier. Haben wir uns wieder mit der Warenlieferung reingeschlichen? Nee. Die Brücke wird hochgezogen. Nee. Okay. Levitz kümmert sich drum, ja. Jo, Levitz hat sich drum gekümmert. Geh. Ja, ja. Jetzt mal keine Hektik. Ob König Albert jetzt eine Minute länger eingesperrt ist oder nicht, macht jetzt auch keinen großen Unterschied. Bald wird es hell. Ich bin doch wirklich ein netter Kerl, oder? Ich lasse euch noch mal die Sonne sehen, bevor ihr sterbt. Sag etwas. Aber laut Befehl soll er am Leben bleiben. Sei ruhig. Wenn die Sonne aufgeht, wird dieser Kerl von diesem Moment an mir gehören. Los, sag etwas, König. Entschuldigung, da muss ich gerade mal sowohl husten als auch niesen. Das war eine etwas ekelhafte Kombination. Ich beabsichtige nicht, mit vulgären Männern zu reden. Dieser gewöhnliche Mann wird dich töten. Nun, wenigstens bist du nicht allein. Die Jungs aus Bale werden dir bald folgen. Wie abscheulich.
Was ist mit dem Versprechen, niemanden zu verletzen? Ich wusste nicht, dass Dole so rücksichtslos geworden ist. Wir wollen nur deinen Körper. Alles andere weiß ich nicht. Die Eindringlinge sind hier. Sie kommen hier entlang. Einfach an Levitz und einen Mann in roter Rüstung. Levitz. Der Anführer der Ritter und der Rote. Das ist interessant. Sie hätten deine Rettung sein können, deine Schutzengel. Aber du wirst keine Gelegenheit mehr haben, sie anzuhimmeln. Sobald die Sonne aufgeht, werdet ihr alle sterben. Okay. Naja, ne? Ist ein bisschen doof, aber was soll's. Okay, Levitz muss mit und ja, Shanna kommt auch mit, natürlich. Hatte ich sowieso vor. So, hi. Komm, ja. Ich will gegen dich kämpfen. Ich will ein bisschen Erfahrung sammeln. Hm? Und dafür brauche ich Kämpfe. Ganz einfach. Dann zeigt mal, ob ihr stärker geworden seid, seit ich das letzte Mal hier war. Oh. Ein Oberwachmann. Okay. Schauen wir doch mal. So, ja, ihr scheint stärker geworden zu sein. Ach, Mist. Ich glaube, das war der letzte, den ich hätte treffen müssen. Doof. Naja. Egal. So. Flammensturm. Ja, okay. Okay. Ist recht angenehm vom Schaden her, sag ich mal. Was die so machen. Mensch, Shannas Schaden ist für den Arsch. Definitiv. Aber ich habe sie auch nicht wegen des Schadens mitgenommen, den sie macht. Spirit sammeln, aha. Ja, mach wohl. Mach halt. Ach, Menno. Komm schon. Ah, diese blöde Kombo, ne? Die ist echt böse. Gibt's alle? Ja, das geht gegen alle. Hm, naja. Okay. Levitz ein bisschen viel Schaden genommen. Wahrscheinlich aufgrund von einer elementaren Schwäche. Aber naja. Egal. Das halten wir schon aus. So, los, Shanna. Hau ihm noch einen Pfeil ins Gesicht. Es war nur der Brustkorb. Ich will diese Kombo wenigstens, also diesen Zusatz wenigstens einmal hinkriegen, um ihn komplett zu zeigen. Danach kommt er eh wieder raus, weil der ist ja furchtbar umzusetzen. Aber wirklich viel Erfahrung bringt es hier auch nicht. Schade. Schade, schade. Aber na gut. Sie werden es niemals schaffen, lebend in den obersten Stock zu kommen. Pah. Ja, ja. Halt den Rand. Ach, da komme ich gar nicht rein. Dann nicht. Hier komme ich aber rein. Haha. Ist der Händler wieder da? Ja, der Händler ist wieder da. Ah. Nun schon wieder, was machst du für einen Lärm? Wenn du wieder mal was brauchst, dann sag mir Bescheid. Ja. Machen wir. Hi. Brauche eventuell was, je nachdem, was du so hast. Mal gucken. Nachtschrecken. Erschreckt kleine Gegner. Aha. Naja. Ist jetzt nicht ganz so wichtig. Nee, das passt noch. Wenn du mehr nicht hast, das passt noch. Okay. Dann gehen wir mal wieder hier raus.
Hey! Ich will gegen dich kämpfen. Los, 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 los! Ich muss ein bisschen Erfahrung mitnehmen. Also ich kann euch ja mal Shannas Dragoon-Verwandlung noch zeigen. Warum nicht? Oh yeah. So, als Magie hat sie Mondschein. Eine Heilung. Yay. Erstmal nur Single-Target, das wird noch besser später. Da kommen dann noch Multi-Target-Heilungen mit dazu. Aber erstmal bleibt es bei Single-Target. Auf Level 1. So. Okay. Los, Start. Zeig mal, was du so kannst. Flammensturm! Okay, immer noch 60. Lass mal überlegen, wie oft ich das jetzt eingesetzt habe. Ich glaube, sollte aber nicht mehr allzu lang dauern, bis der Flammensturm nochmal ein Level steigt. Wow. Das war viel Schaden. Ich krieg's nicht mehr. Ich krieg's nicht hin, ne? Wow. Das finde ich echt scheiße. Naja. Yo, jetzt hier nochmal ein Flächenangriff, der Levels nochmal ordentlich Schaden macht. Ich krieg das schon mit, ihr mögt Levels nicht. Yeah, Helena Soldaten. Naja. Flammensturm! So, jetzt sollte er aber nach dem Kampf auch das Level abkriegen. Also, der Flammensturm. So dass ich dann in der nächsten. Im nächsten Kampf das entsprechende Upgrade nutzen. Wow. Okay, das war dumm. Das war dumm von meiner Seite aus, gebe ich zu. Da kann kein anderer was dafür. Gut. Shanna schießt nochmal rauf, dann hat sie ihre SP-Leiste wieder voll. Das ist auch wunderbar. Das ist das Schöne bei Shanna. Man weiß, es sind immer genau drei Angriffe, um die SP-Leiste komplett zu füllen. Also, um einen Balken aufzufüllen. Sagen wir es mal so rum. So, los, Levels. Jetzt aber hier. So. Schon wieder nicht. Dieser dumme Angriff will nie. Mann. Aber ihr seht schon, das ist wirklich verdammt schwer umzusetzen. Ah, Blumensturm. Sehr schön, Dragoon Level 2. Nice. So will ich das sehen. Okay. Dann geht's mal weiter. Ich geh mal hier oben lang. Bringt mir das was? Scheinbar nicht. Egal. So, hoch hier. Lasst mich hier hoch. Okay. Aha. Gehen wir hier erstmal raus. Gucken wir uns hier erstmal um. Hier hin, aha. Von hier aus kommen wir hier irgendwo rein. Aha. Ah, Moment, das hatten wir doch. Genau, das hatten wir gesehen, als wir hier Helena befreit haben. Ich wusste aber nicht, wie wir hier hinkommen. Ah. Jetzt sind wir hier. Ich verstehe.
I see. Sehr interessant. So, und dann haben wir hier jetzt auch diese Truhe mit einem Therapiering. Okay. Was auch immer der machen wird. Aber klingt erstmal ganz interessant. Von daher nehmen wir den mal mit. So. Ansonsten. Ja, ich finde schön, dass es hier keine Zufallskämpfe gibt, sondern wirklich nur, wenn ich tatsächlich Helena-Wachen begegne. Das ist gut. Das ist gut. Ich meine, ich habe zwar vor allem bei so alten Spielen kein Problem mit Zufallsbegegnungen, aber manchmal ist es auch einfach nervig. So, dann klettern wir hier mal kurz hoch. Und gucken mal, wo wir hier jetzt hinkommen. Aha. Okay, ah ja. Zu einer Truhe mit einem Rasierklingenpanzer. Das klingt interessant. Das klingt jetzt mal richtig interessant. So. Schade. Dart kann ich nicht tragen. Let's auch nicht. Na stimmt, wir könnten hier die Engelsrobe noch anlegen. Aha. Aha. So. Nee, hier haben wir auch nicht. Was? Moment. Habe ich jetzt hier einen Ausrüstungsgegenstand gefunden, den keiner anlegen kann? Sehe ich das gerade richtig? Oder ist hier der Lederpanzer damit gemeint? Hä? Hä? Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Seht es mir bitte nach. Okay. Was auch immer. Keine Ahnung, was ich da gefunden habe. Aber irgendwas wird es schon gewesen sein. Moment, die Rüstung, die Shanna jetzt gerade trägt, das waren das Engelsrobe. Ach ja, wiederbeleben mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Stimmt, das hatte ich ja. Das fand ich ja schon so cool, als ich das gelesen habe. Nur das konnte ja bislang noch keiner tragen. Finde ich aber schön, dass so ein Item dem Heiler-Charakter gegeben wird. Finde ich super. So, dann wollen wir mal nach oben. Dann würde ich aber auch sagen, dass wir hier die Folge für heute beenden. Weil lang genug ist er schon wieder und ja, warum denn nicht, ne? Dann danke ich euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir schauen, was in dieser Truhe drin ist. Bis dahin. Ciao, ciao. Ja, ciao, ciao. Ciao, ciao.